Um Rocco Schamoni. Herzlich willkommen. Rocco Schamoni. Vielen Dank. Was war das für ein Lied? Kennst du das? Wir wollen eine Mauer bauen. Toll, dass ihr es spielen könnt. Woher wisst ihr das? Wir wollen, also es ist ein Song von dir. Ja. Ach so. Ganz großer Hit, haben bestimmt so 1000 Leute gekauft damals. Woher kennt ihr das denn? Oder hast du im Internet gesucht? So was. Gibt's gar nicht im Internet. Das ist das Ding. Nein. Ach Wahnsinn. Wir müssen zu den 1000 gehören. iTunes sagst du gerade. Ach ja, gibt ja nur ein Portal, wo man downloaden kann. Ja. So. So, du hast viel Musik gemacht, das wissen manche gar nicht, die dich nur als Schriftsteller kennen in den vergangenen Jahren. 12 Platten. Ja, 12 Platten mit unterschiedlichstem Zeug, von Punk bis hin zum Schlager. 8 Platten solo, also quasi unter meinem Namen und 4 mit Studio Braun oder 4,5. Ja, das waren mehr so, ist schon mehr so Comedy, ja, so Telefon verarschen. Ja, nenn es ja, ruhig sag, so. Wir nennt man so, aber es, ihr habt es genannt wie? Du hast es ja selber auch gemacht. Ja, genau. Wir haben es Telefonarbeiten genannt. Okay, Telefonarbeiten. Sehr erfolgreich und sehr lustig. Ja. Und das ist jetzt mittlerweile dein 4. Roman. Mhm. Ist das jetzt sozusagen deine Haupteinkommensquelle? Das gehört zu vielen von dem, was ich mache. Also ich mache Bücher und dann gibt es dazu die Umsetzung der Bücher am Theater. Dann gibt es die Umsetzung der Bücher am Film oder die Umsetzung der Theaterstücke im Film. Ja, okay. Und dann gibt es dazu noch ab und zu Musik, die dazu produziert werden muss und so ohne Ende. Multitalent. Ja, also wenn du das von mir sagst, gerne. Multitalent. Ja. Ob ich vielleicht ein Getränk haben kann, Stefan? Ja, das ist eins. Ich dachte, ein richtiges Getränk. Ach so, richtig? Du willst kein Wasser? Nein, ich mag kein Wasser. Was hättest du denn gerne? Irgendwas, wo kein Wasser drin ist. Vielleicht Bier? Bier. Im Bier ist aber auch Wasser drin. Aber nur sehr wenig. Eigentlich hauptsächlich. Gib mir doch mal eins. Ja, ich habe gehört, es gäbe sowas. Ja, haben wir Bier? Aber da musst du echt da vorne mal, da hinten steht bestimmt Bier. Weil hinter den Kulissen trinken alle Bier hier. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Ich kann ja auch das hier nehmen dann doch. Nee, warte, wir holen jetzt Bier. Oh, echt? Ja. Willst du auch? Bier ist mein Gemüse. Um mal einen Titel deines Kollegen, Freund und Kollegen Heinz Strunk zu entlehnen, mit dem du auch zusammenarbeitest. Das ist ein Roman hier und der heißt Tag der geschlossenen Tür. Was will uns der Titel vermitteln? Es geht um schlechte Laune auf hohem Niveau. Ja. Also übel drauf sein und auch übel drauf bleiben, so lange wie möglich. Okay. Unter der Einflussnahme von Bier. Tatsächlich. Also wenn man sehr viel Bier einnimmt, dann kann man dadurch gut schlechte Laune in sich erzeugen am nächsten Tag. Ja. Und dann nimmt man dagegen wieder Bier und dadurch bleibt die schlechte Laune eigentlich immer auf dem gleichen hohen Niveau. Ja. Ich kann dir das nur mal anraten für deine Sendung. Okay. Ja. Was ist das für eine Geschichte? Ist das ein bisschen autobiografisch? Oder nee, das ist aber echt nett von dir. Oh. Das ist wirklich und ganz frisch gezappt, ja, wie ich sehe. Ja, unglaublich. Ja. Riecht auch wie Bier. Ja, ist aber Kölsch. Aber als Hamburger bist du ja einigen Schrott gewöhnt. Allerdings, wir haben da sowas Ähnliches. Ja. Astra. es ist tatsächlich eine ausgedachte Geschichte, wo ab und zu so persönliche Elemente einfließen oder auch gehörte Elemente von anderen Leuten, denen es auch scheiße geht. Ja. Und das lässt sich dann gut zusammenfassen und in so einem Buch auf 260 Seiten, da kannst du dann so ein halbes Jahr lang jeden Tag eine halbe Seite. Kommt man denn da schlecht drauf, wenn man das liest, oder ist das, nee, ehrlich gesagt, genau das Gegenteil? Ja, die Idee ist ja quasi, schlechte Laune dadurch zu vertreiben, indem man die eigene schlechte Laune auf eine Art und Weise bloßstellt, dass man drüber lachen kann. Das ist das RTL-Prinzip. Tatsächlich, allerdings fällt mir auch gerade auf. Die zeigen immer Leute, denen es beschissener geht, als die, die zu Hause sitzen und sich das angucken. Entweder sind die dicker, dümmer, schlechter. Das ist das Prinzip. Exakt. Hast du gut erkannt. Ja, also ich kann das nur empfehlen. Also obwohl das Niveau von dem Buch natürlich einen Millimeter neben dem vom RTL liegt. Eher auf dem von RTL 2. Ah, okay. Ja, es geht wirklich zur Sache da drin. Was heißt zur Sache? Das Prekariat, wie man das mittlerweile nennt, hat die Asis. Haben die Hoheit. In meinem Buch. Ah, okay. Ja. Ja, das ist aber in der Realität doch mittlerweile auch schon so. Das oder? Stimmt, hast du recht, ja.
Ja. Ach so. Vorlesen sehe ich da gerade. Ich habe noch andere Themen, aber ich kann auch was vorlesen. Lies mal vor. Ja? Lies mal vor, Entschuldigung. Also ich erzähle ganz kurz, was die Idee von dem Buch war. Ich habe ganz viele Buchanfänge geschrieben und die an deutsche Buchverlage geschickt mit der Hoffnung, dass ich eine Ablehnung kriege. Okay. Und ich habe sie auch von allen Verlagen bekommen, weil diese Buchanfänge sehr, sehr schlecht geschrieben sind. Das Schönste war für mich aber, dass ich an meinen eigenen Verlag einen Buchanfang geschrieben habe und von dem auch prompt abgelehnt worden bin. Und das eigentlich Tolle daran war für mich, dass ich wusste, dass sie es veröffentlichen müssen, nämlich in meinem Buch. Ah, okay. Ja, und eine von diesen schlechten. Das ist natürlich super. Der Verlag, bei dem du eh schon bist, ja, den hast du das sozusagen inkognito geschickt. Und der hat gesagt, totale Scheiße. Genau. Und dann bist du selber hingegangen und hast gesagt, ich war's. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, hier ist mein Buch und bring das mal raus. Und da steht diese Ablehnung von denen mit drin. Ah, okay, verstehe. Verstehst du? Ja. Das ist Piper hier, wie du siehst. Ja. Also ich lese mal ganz kurz was davon vor. Es geht darum, dass der Typ, der das geschrieben hat, einen schlechten Buchanfang geschrieben hat. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Michael Sonntag, ich wohne in Eckernförde und arbeite in der Kindertagesstätte Lila Luftballon. Ich möchte Ihnen ein faszinierendes Buchprojekt vorstellen, an dem ich jetzt schon seit 8 Jahren arbeite. Es trägt den Titel Immer Ärger mit Herr Berger. Wenn Sie bei diesem Titel jetzt schon am Schmunzeln sind, sind Sie bei mir genau an der richtigen Stelle. Immer Ärger mit Herr Berger ist der lustige Familienroman für die ganze Familie und für alle anderen auch noch mit dabei. Haben Sie jetzt schon Interesse bekommen? Nun ja, das war mir klar. Wie die Geschichte denn weitergeht, möchten Sie wissen? Also, ich möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen. Familie Berger wohnt in einem schönen Bauernhaus auf dem Land. Vater Berger ist Tierarzt, seine Frau kümmert sich um den Haushalt und die beiden Söhne Kevin und Marvin. Mittelpunkt der Familie aber ist der junge Bernardinerhund Herr Berger. Ein Hund namens Herr Berger, werden Sie fragen? Ja, Sie haben richtig gelesen, denn in dieser Familie herrscht der ganz normale Wahnsinn. Täglich stellt Herr Berger irgendeinen Unsinn an. Mal tapst er in die Milchschale der Katze Mouncy. Mal fällt die Tür zu, sodass Herr Berger laut bellen muss, sodass man ihn wieder reinlässt. Ha, ha, ha. Eines Tages wird Herr Bergers Halsband geklaut. Wer ist wohl der Dieb? 850 pralle Seiten Spaß und Spannung sind garantiert. Ja. Ich bin dann prompt abgelehnt worden von meinem Verlag, aber auch von 18 anderen und habe dann aber noch darauf viele... Darauf hat keiner reagiert? Nein, die schreiben dann immer sowas wie, vielen Dank für Ihre Zusendung und wir haben sehr starkes Interesse an dem Buch, es passt bloß gerade nicht in unser Verlagsprogramm. Und dann weiß er schon, dass es ein Maschinenausdruck ist. Ja. Ich habe dann auch direkt nochmal einen Antwortbrief auf die Ablehnung geschickt. Soll ich es dir mal kurz vorlesen? Ja, bitte. Es sind nur 7 Seiten. Nein, das ist ganz kurz. Sehr geehrte Frau Gerster, vor kurzem bot ich Ihnen das Manuskript zu meinem Roman Immer Ärger mit Herr Berger an. Fälschlicherweise haben Sie mir eine Ablehnung zugeschickt. Da ich mir vorstellen kann, dass Ihnen diese Situation sehr peinlich ist, will ich Sie mal gar nicht weiter thematisieren. Vielleicht mögen Sie mir einfach schon mal den Standardvertrag Ihres Verlages zuschicken. Oder sollten wir uns in den nächsten Tagen einmal privat treffen, um die Kampagne für mein Buch zu besprechen? Ich bin rein zufällig in Ihrer Stadt und ganz in Ihrer Nähe. Wir können uns gerne auch bei Ihnen privat treffen, wenn es das Ganze für Sie einfacher macht. Ganz, ganz liebe Grüße, Ihr Michael Sonntag. Ja. Darauf kam nie wieder was. Also jetzt verstehst du, was für eine Art von schlechter Laune gemeint ist. Ja, das ist eine sehr gute schlechte Laune. Sehr gute schlechte Laune, ja. Der Erfolg ist schon vorprogrammiert. Wer diese Sendung hier gesehen hat, wird es mit Sicherheit kaufen. Da bin ich absolut von überzeugt. Wie viele Bücher verkaufst du so im Schnitt? Was waren deine letzten Bestseller? Also, was haben die für Verkaufszahlen? Das vorletzte hat 200.000 verkauft. Oh, das ist auch gut. Das letzte hat 100.000 verkauft. Nach dem Gesetz der Zahl kann man sich ausrechnen, wo das jetzige hinkommt, wenn sie jetzt immer weiter halbiert. Ja, aber das ist ja... Aber das muss ja nicht so sein, Stefan. Ja, die Statistik lügt manchmal. Meistens. Ja. Dieses Buch ist gut und deswegen gehen Sie bitte in den Laden und kaufen Sie das. Von Rocco Schamoni, Tag der geschlossenen Tür. Ja, vielen Dank für die sehr amüsante Vorstellung. Dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ja, bis Rocco bald. Rocco Schamoni.